ist die Polizei mal wieder schikanös. Wer hat die aufgehetzt, warum ist die so bös? Ein Freund und Helfer mag sie offenbar nicht sein. Mehr Feind und Quäler, drum lass dich nicht mit ihr ein. Wenn dich die Einsatzpolizei nicht überzeugt, weil du den Eindruck hast, hier wird das Recht gebeugt. Willst du den Namen wissen, wer das Recht verletzt? Wird dir gezeigt, wer sowas fragt, kriegt Ärger jetzt. Es war formal das Demonstrieren dir erlaubt. Die Rechtsstaatgläubigkeit, die Polizei dir raubt. Sie lässt dich, wo du demonstrieren willst, nicht hin. Wenn du dich wehrst, dann steckst du schon im Kessel drin. Die Polizei setzt einen Kessel unter Dampf. Will man sie nicht gewähren lassen, heißt das Kampf. Die Polizei missbraucht mal wieder ihre Macht. Sie provoziert und weiß auch, wie sie Wut entfacht. Sie eskaliert, wenn sie martialisch aufmarschiert und Augenmaß absichtlich aus dem Blick verliert. Sie zeigt verlässlich ihren Hang zur Hässlichkeit. Traumatisierung fördert kaum Vergesslichkeit. Die Polizei breitwillig sich missbrauchen lässt. Gesetze brechend nimmt sie Demonstranten fest. Wenn sie nicht will, sie sich auch nicht Gesetzen fügt. Wenn das Gericht den Rechtsbruch folgenlos nur rügt. Bleibt Polizei im Einsatz lieber anonym. Ist statt gehemmt dann wohl viel lieber ungestüm. Kein Schild mit Namen. Einsatzfreude bremst. Willst du, dass du die Polizei im Einsatz hemmst? Wer voller Willkür Demonstranten drangsaliert, hat sich als Staat im Staate längst schon etabliert. Soll sie im Knüppeleinsatz für die Industrie das Kapital beschützen, dann weiß sie auch wie. Womit hat sich die Polizei Vertrauen verdient? Frag nicht, du merkst schon, das Gelände ist vermint. Zu häufig wird in Uniform die Macht missbraucht, ohne dass einer sich zu rechtfertigt.